Im Vorjahr ging der Stern von Max Hopp endgültig auf. Bei den German Darts Open in Saarbrücken holte sich der Deutsche mit einem 8:7-Sieg über Michael Smith seinen ersten Titel auf der PDC-Tour. Damit war er überhaupt der erste Deutsche, der so einen Triumph feiern konnte. Dementsprechend motiviert ging der Maximieser auch an den Start. An Nummer 10 gesetzt traf er in der zweiten Runde auf John Henderson. Allerdings konnte er dem Schotten nur wenig entgegensetzen und musste sich mit einer 3:6 Niederlage direkt wieder aus dem Turnier verabschieden. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Favre hakt Titel ab und wütet Fußball, Bundesliga, so reagiert das Netz aufs Derby, Motorsport, Formel 1, Ferrari ausgetrickst, Rosberg Mods, Motorsport, Formel 1, Räikkönen schimpft wegen Mercedes, Fußball, 2. Bundesliga, das Ende von Anfang ist selbst verschuldet. Zwar holte sich Hopp das Eröffnungsleck, aber dann lief nicht mehr viel zusammen. Beim Stand von 3:5 legte Henderson dann auch noch ein starkes 160er-Finish auf und besiegelte damit das Ausscheiden des Titelverteidigers. Ich traf heute die hohen Zahlen und die Finishes zum richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, ich kann noch besser spielen, aber es ist ein schönes Gefühl, sich gegen so einen großen Spieler wie Max durchzusetzen, so Henderson nach seinem Sieg. Henderson trifft nun in Runde 3 auf Adrian Lewis, der sich ebenfalls 6:3 gegen James Richardson durchgesetzt hat. MVGD klassiert Van den Berg auf. Dieses Spiel hatten die Fans auch schon sehnsüchtig gewartet. Der Jugendweltmeister Dimitri Van den Berg forderte den Weltmeister Michael van Gerwen heraus. Aber der herbeigesehnte Kracher wurde es nicht. Ganz im Gegenteil, Mighty Mike zeigte Van den Berg beim 6:1 Triumph ganz klar die Grenzen auf. DZN gratis testen und die größten Darts-Turniere live. Er setzte sich nach einem harten Kampf mit 6:5 gegen Mickey Menzel durch und trifft nun auf Daryl Gurney. Der Gewinner der German Darts Championship gewann souverän 6:2 gegen David Pallet. Wade mit Monster-Comeback. Für das Comeback des Tages sorgte James Wade. Bereits mit 2:5 gegen Luke Humphries im Rückstand holte er sich noch das Ticket für den Sonntag. Dabei überlebte er ganze 6 Matchstarts seines Gegners. Damit geht es nun in Runde 3 gegen Nathan Aspinall, der seinerseits seinen ersten Karrieresieg gegen Johnny Clayton 6:3 feiern konnte. Rob Cross zeigte bei seinem 6:4 Erfolg über Chris Dobey mit einem 102 Average seine ganze Klasse. Ich habe einen 102er Average geworfen, aber es hat sich angefühlt, als wenn ich noch im dritten Gang fahren würde. Das ist eine gute Sache, zeigte er sich nach dem Match zufrieden. Anzeige, jetzt das Starter-Set sichern, hier geht es zum Sport 1 der Schopfenbahne-Welt siegt im Holland-Duell, der Altmeister ist zurück. Im niederländischen Duell mit Germaine Wadimena setzte sich Raymond van Barneveld mit 6:5 durch. Aber am Ende machte es sich Barney schwerer als nötig. Er lag bereits mit 4:1 in Front und alles sah nach einem souveränen Durchmarsch in Runde 3 aus. Aber sein junger Landsmann kam nochmal zurück und zwang Van Barneveld ins Entscheidungsleck. Dort behielt der Altmeister aber die Nerven und trifft nun auf Michael van Gerwen. Die Ergebnisse der zweiten Runde. Punkt. Darren Webster, Vincent van der Meer 6:3, Jamie Ewers, Simon Whitlock 6:4, Joe Cullen, Jerry Hendricks 6:1, Daryl Gurney, David Pallet 6:2, Adrian Lewis, James Richardson 6:3, Gerwin Price, Steve Beaton 6:5, Ian White, Jeffrey De
Zwan 6:3, James Waddle, Luke Humphries 6:5, Dave Chisnell, Ted Evans 6:3, Nathan Aspinall, Johnny Clayton 6:3, Rob Cross, Chris Dobey 6:4, Peter Wehrheit, Steve Lennon 6:2, John Henderson, Max Hopp 6:3, Mensur Suljovic, Mickey Menzel 6:5, Michael van Gerwen, Dimitri van den Berg 6:1, Raymond van Barneveld, Jermaine Vat Imina 6:5, Let's Block Ets.